Dann viel Spaß mit glutenfreien Mythen. Super. Ja, hallo. Ihr kriegt ja bestimmt mit, oftmals werden euch Geschichten erzählt, ihr kriegt Links zugeschickt aus dem Internet, dass irgendetwas wieder entdeckt worden ist. Das Internet vergisst leider auch nichts, in dem Fall ist das immer ganz schlimm. Es kommen teilweise Nachrichten immer wieder aus früheren Jahren, die im Internet euch gezeigt werden oder verlinkt werden. Aber es gibt auch viele Mythen über Gluten und Zöliakie, die euch von Freunden erzählt werden, bei der Bäckerin, beim Metzger. Und da wollen wir einfach mal aufklären. Wir haben unsere Top 10 Mythen über Gluten und Zöliakie mal zusammengefasst. Und die will ich euch einfach hier mal aufklären, beziehungsweise auch erklären und vielleicht die Hintergründe dazu erklären. Top 1, ja, Mythos Nummer 1, glutenfreie Backwaren können auch in einer normalen Bäckerei hergestellt werden. Es ist leider immer noch so, dass es immer wieder mal vorkommt, dass wenn ihr in der Bäckerei seid und dann sagt jemand oder ihr lest es, nicht nur ihr, sondern auch eure Bekannten, dass es einen glutenfreien Kuchen zum Beispiel in der Bäckerei gibt, in einer normalen Bäckerei. Und eure Bekanntschaft ruft euch an und sagt, da gibt es einen glutenfreien Kuchen. Geht nicht. Es gibt auch Schilder, dass manche Bäckereien auf einmal glutenfreie Brötchen anbieten. Man müsste genau nachfragen. In einer normalen Bäckerei ist die Kontaminationsgefahr durch den Mehlstaub, wenn wirklich gebacken wird, so groß, dass im Prinzip nichts als richtig glutenfrei, also als unter 20 ppm, verkauft werden kann. Es klappt nur, wenn wirklich separate Räume da sind, separate Verpackungsstraße da ist, die peinlichst drauf achten, die unsere glutenfreien Bäckereien, die glutenfrei herstellen, machen nur glutenfrei und achten da auch wirklich drauf, dass alles entkontaminiert ist, dass nicht mal teilweise dürfen nicht mal Mittag Brötchen mit in die Produktion genommen werden, also glutenhaltige, weil die Gefahr zu groß ist. Deswegen ein Mythos in einer glutenfreien, in einer normalen Glutenbäckerei kann nichts Glutenfreies hergestellt werden. Eine Ausnahme gibt es noch, wenn etwas verkauft wird, was bereits verpackt ist. Es gibt Bäckereien, die verkaufen fertig verpackte glutenfreie Produkte, die sind in Ordnung, aber bitte achtet darauf, dass nichts Offenes in einer glutenhaltigen Bäckerei verkauft werden kann, was dann glutenfrei ist. Mythos Nummer 2 hören wir leider auch oft und auch da gibt es Internetvideos, die da angeblich das ja, quasi zeigen, nämlich dass Sauerteig, auch wenn er aus glutenhaltigen Mehlen zubereitet ist, glutenfrei sein kann. Kommt vielleicht daher, dass es wirklich wissenschaftliche Forschungen gibt, Forschungsprojekte gibt, wo Sauerteig unter extrem wissenschaftlichen Bedingungen, nachvollziehbaren Bedingungen mit Spezialmehlsorten so lange quasi gärt und durch die Fermentation so lange wirkt, dass im Nachhinein der Glutengehalt verringert wird. Problem ist nur, dass ihr in dem Moment, also in den normalen Verhältnissen, wird es gar nicht klappen, weil man nicht weiß, um wie viel wird es denn verringert. Das heißt, ein Sauerteig, wenn euch jemand, ein Bäcker, das erzählt, ach, der wird doch bei uns ganz traditionell verarbeitet und ganz lang geht dieser Sauerteig. Wenn der aus glutenhaltigen Mehlen ist, kann der nicht glutenfrei sein. Was aber da vielleicht wieder stimmt und wo was herkommt, ist, dass ein Sauerteig, wenn er ganz lange geht, also teilweise über mehrere Tage, dass sich dann die FODMAPs reduzieren. Und die sind wieder dafür verantwortlich, dass manche Menschen eben auf industriell verarbeitetes Brot reagieren. Das hat aber nichts mit Zöliakie zu tun, sondern das sind andere Rahmenbedingungen. Das heißt, er kann verträglicher sein, dieser Sauerteig, für Menschen, die keine Zöliakie haben, aber für Zöliakie-Betroffene ist ein Sauerteig aus glutenhaltigen Mehlen immer als glutenhaltig anzusehen. Mythos Nummer 3: Gluten kann aus einem Teig ausgewaschen werden. Auch dieser Mythos kommt leider immer wieder und kommt dann teilweise auch bei Bäckereien oder bei Bäckereiverkäuferinnen oder dieses Gerücht hält sich wieder, weil irgendjemand das Video findet, wo jemand mal im Internet wieder, YouTube macht es möglich, jeder kann Videos hochladen.
dass aus einem Teig das Gluten ausgewaschen wird. Man findet dazu auch Berichte, dass wieder unter wissenschaftlichen Bedingungen, unter speziell nachvollziehbaren Bedingungen Gluten wirklich ausgewaschen wird, aber es wird nicht in der Lebensmittelproduktion gemacht. Ja, das sind wieder spezielle Laborbedingungen, unter denen das gemacht wird. Und da geht es auch gar nicht darum, dass man unter 20 ppm erreicht. Das heißt, man kann aus einem Teig kann man kein Gluten auswaschen. Was da auch vielleicht im Gerücht ein bisschen Futter gibt, ist das Thema Weizenstärke. Bei der Weizenstärke, eher gesagt, bei der glutenfreien Weizenstärke, ist es so, dass die wirklich ausgewaschen wird aus einer normalen Weizenstärke. Aber das wird in einer speziellen Produktionsanlage gemacht von diesen glutenfreien Weizenstärkeherstellern. Der Prozess nennt sich wirklich Auswaschen, gilt aber nur für den Weizen, für die Weizenstärke, gilt auch nur für diese speziellen Produktionsanlagen und hat nichts mit dem normalen Lebensmittelbereich zu tun, schon gar nicht mit einer Küche. Also aus dem Teig kann man keinen Gluten auswaschen. Ja, geht wieder in die ähnliche Richtung. Findet man auch einiges im Internet, findet man auch einiges dazu, gerade auch bei Pizzabäckern. Gluten in Lebensmitteln kann durch Hitze oder Kälte zerstört werden. Ein Thema, was leider auch zu Problemen führen kann, nämlich wenn der Pizzabäcker wirklich sagt, er bietet eine glutenfreie Pizza an und nur weil er denkt, dass im Pizzaofen bei 300, 400 Grad das Gluten so weit zerstört wird, dass das angeblich dann glutenfrei ist. Es ist nicht so. Auch wieder unter normalen Bedingungen in Restaurants, in eurem Heimofen. Ihr könnt kein Gluten quasi durch Hitze zerstören. Wenn ihr wirklich die Hitze so stark aufdreht, dass ihr das machen wollt, ist eure Pizza kaputt und um die wäre es dann echt schade. Außer es ist eine glutenhaltige, die könnt ihr dann sowieso wegschmeißen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber auch da wieder zum Hintergrund. Auch ihr findet, wenn man danach googelt und dann gibt es wieder diese verschiedenen News-Portal-Seiten, die x-fach im Internet geteilt werden. Jetzt gerade ist auch wieder ein Thema, eigentlich gerade ist seit den letzten 3, 4 Jahren. Eine Italienerin hat ein spezielles Mehl unter Mikrowellen mit Hitze so behandelt, dass sie dann herausbekommen wollte, ob das Mehl dann unschädlich ist. Auch da wieder unter Laborbedingungen wird das gemacht. Dann wird das Mehl direkt zugeführt, beziehungsweise unter Laborbedingungen wird es getestet, wie sich dann der Körper eines Zöliakie-Betroffenen verhält. Auch das, es ist erstmal nichts dabei rausgekommen. Das heißt, wieder große Pressemeldung. Ja, eine Italienerin hat da was gemacht. Ergebnisse sind keine passiert. Das Gerücht bleibt leider, aber es ist und bleibt ein Gerücht. Ein Gluten kann weder durch Hitze noch durch Einfrieren oder Kälte zerstört werden im Lebensmittelbereich. Also wenn euch einer sowas sagt, das ist ein Mythos, glaubt nicht daran und hinterfragt lieber in einer Pizzeria wirklich, wenn er das sagt, was eigentlich der Hintergrund ist, ob er sich bewusst ist, auf was er zum Beispiel bei Kontamination in seinem Ofen zu beachten hat. Das seid ihr mal wieder verantwortlich dafür. Ja. Ein Punkt, der auch kommt, mittlerweile nicht mehr so oft, aber man liest es ab und zu und deswegen haben wir den Punkt hier auch aufgenommen. Zöliakie kann durch Schwangerschaft weggehen. Ist ein Gerücht, kann man gleich auch mal sagen, Zöliakie kann nicht weggehen. Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung, die nicht so einfach verschwindet. Was aber wirklich weggehen kann, vielleicht auch nur temporär, sind die Symptome. Das haben wir schon öfters mitbekommen, dass bei einer Schwangerschaft eventuelle Glutenunfälle einfach bei den Betroffenen nicht mehr richtig bemerkbar sind. Wir haben ja heute in Vorträgen auch schon gehört, manche haben sowieso keine Symptome. Das heißt, die Symptome sind einfach weg und man merkt sie nicht mehr. Man ist deswegen weiterhin betroffen und darf kein Gluten zu sich nehmen, aber eben während der Schwangerschaft, die Hormone können dazu führen, dass die Symptome anders dargestellt werden oder dass man die anders mitbekommt. Auf der anderen Seite ist genauso der Fall, man weiß ja nicht, woher die Zöliakie jetzt genau kommt und wann sie ausbricht. Es haben wir auch öfter schon gehört, dass durch die Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft auf einmal Symptome auftauchen und Zöliakie auf einmal diagnostiziert wird, die davor nicht da war.
Gründe sind unbekannt. Wichtig aber, das zu wissen, also durch Schwangerschaft geht eine Zöliakie nicht weg und ihr könnt gern schwanger werden, aber das sollte dann nichts mit Zöliakie zu tun haben. Mythos Nummer 6. Und das ist auch ein ganz Mythos, der uns immer wieder vorkommt. Wir haben es heute im Vortrag auch gehört vom Mein Allergieportal. Zöliakie kann man anhand typischer Symptome erkennen. Das stimmt einfach nicht. Ja? Die Zöliakie heißt nicht umsonst das Chamäleon der Krankheiten. Zöliakie kann so unterschiedliche Auswirkungen haben. Es kann, zum einen gibt es Betroffene, die merken gar nichts. Ja? Die ist es meistens am schlimmsten. Das merken wir auch immer wieder von den Kommentaren. Die würden gerne was spüren, wenn sie Fehler machen. Aber so Ansichten von früher, dass man klein sein muss, dass man das Wachstum nicht stark sein muss, dass Kinder Haarprobleme haben, einen dicken Bauch haben. Das sieht man oft noch in alten Lehrbüchern für Ärzte. Da hieß es dann auch noch Spru. Mittlerweile heißt es grundsätzlich Zöliakie. Genau, dieser dicke Bauch, Hautprobleme. Es kann sein, es muss aber nicht. Viele haben Kopfschmerzen, manche haben keine Kopfschmerzen. Das sind alles so unspezifische Sachen. Lasst euch von einem Arzt nicht sagen, ihr schaut nicht wie ein Zöli aus, ihr könnt das nicht haben. Es gibt keinen, der typischer Zöli ist, von der Optik her. Ja? Es kann jedem treffen und jeder kann Zöliakie haben, egal wie er ausschaut. Thema Autoimmunerkrankungen mit Zöliakie ist auch so ein Thema. Nicht unbedingt muss man welche haben, es kann aber ein Schluss dafür sein. Ja? Es kann sein, wenn man Diabetes hat, dass man dann auch Zöliakie haben kann. Aber das heißt nicht, dass man es haben muss und das heißt schon gar nicht, dass man alles dann durchbekommt. Auf der anderen Seite, auch wenn man keine Diabetes hat, kann man Zöliakie haben. Lasst euch von Ärzten, wie gesagt, sowas nicht sagen. Wenn ein Arzt sagt, also ihr seid nicht der typische Zöli und er untersucht euch nicht oder das kann es nicht sein, entweder ihr überzeugt den Arzt oder ihr wechselt einfach den Arzt. Ist ein Tipp. Viele von uns haben einen langen Ärzteweg hinter sich mit Wechseln. Manchmal muss es einfach sein, dass man den Arzt wechselt. Wenn einer euch sowas sagt, typische Symptome oder typische Optik, das ist nicht der Fall. Es kann so vielfältig sein. Ja. Auch wieder ein Mythos, ein bisschen Gluten schadet nicht. Kommt oftmals auch vor, dass das bei Verwandten ist, in der Familie, ach, das bisschen wird doch nicht schaden. Doch, es ist so. Jedes bisschen wird vom Körper gesehen an Gluten. Der Körper reagiert drauf. Ihr habt, wie gesagt, vielleicht nicht die typischen Symptome, wenn ihr wenig zu euch nimmt, aber der Körper merkt sich das. Und wenn man zu lange diese Unfälle macht, ja, und nicht darauf reagiert, dann kann es zu weiteren Schäden am ganzen Körper führen, die dann in Entzündungen, in dauernden Entzündungen ausarten können. Und deswegen ist es so wichtig, grundsätzlich auf Gluten zu verzichten. Und auch ein bisschen Gluten ist im Prinzip gefährlich. Vielleicht kann man sich das gar nicht vorstellen, aber so diese 20 ppm, das sind 20 Teile pro Millionen. Wir haben mal gesagt, 20 Luftballons zu einer Million Luftballons. Oder 0,2 Gramm, wenn ihr da wischt, müsstet ihr 10 Kilo Lebensmittel wieder essen. Und das ist doch nicht, quasi nicht möglich, 10 Kilo Lebensmittel essen, um 0,2 Gramm wieder auf den 20 ppm zu kommen. Es wäre sehr viel, was ihr da zunehmen müsst. Deswegen achtet darauf, dass ihr nichts zu euch nehmt. Seid aber auf der anderen Seite auch nicht panisch, wenn es doch mal passiert. Ein Unfall ist vielen schon passiert, passiert auch immer vielen. Bleibt ruhig, entspannt euch, versucht auf der einen Seite den Körper zu beruhigen, trinkt Wasser, trinkt vielleicht Tee und schaut dann, dass das möglichst schnell wieder weggeht. Es ist, wie gesagt, nicht gleich so, dass man daran stirbt, aber passt einfach auf und esst keine Pizza. Es lohnt sich nicht als Langzeitfolge. Mythos 8, auch ein Thema, was man immer wieder hört. Dinkel, Urdinkel, Urweizen ist glutenfrei. Es stimmt einfach nicht. Ja? Es gibt auch da wieder irgendwelche Bäckereien, irgendwelche Internetseiten, die das bringen. Angeblich ist der Weizen so hochgezüchtet. Es gibt wissenschaftliche Forschungen, dass auch Dinkel, Urdinkel und Urweizen genauso Gluten beinhalten, teilweise sogar noch mehr als Weizen. Und deswegen, es ist ein Gerücht, lasst euch in keiner Bäckerei, egal ob das Roggendinkel, Urdinkel ist oder auch eine neue Form 2AB-Weizen, ist von einem Marketingbegriff, der von einem Unternehmen generiert worden ist. Die sind alle wirklich glutenhaltig und sie sind nicht glutenfrei. Als Zöliakie-Betroffener
dürft ihr auch diese Sachen nicht essen. Ganz wichtig, und lasst euch das nicht erzählen. Mythos Nummer 9, Zöliakie verwächst sich. Auch das hört man immer wieder. Zöliakie verwächst sich nicht. Wenn ihr als Kind eine korrekte Zöliakie-Diagnose erhalten habt oder als Jugendlicher, werdet ihr Zöliakie ein Leben lang haben. Die Symptome können sich ändern. Ja? Wenn ihr glutenfrei euch ernährt, dann sind keine Symptome mehr vorhanden und der Dünndarm schaut wieder super aus. Ihr habt super Blutbild im Nährstoffbereich. Es sind keine Antikörper zu spüren, aber das ist genau der Erfolg einer glutenfreien Diät. Niemand anders bekommt dann mehr mit, auch wenn ein Arzt euch unter glutenfreier Ernährung testet und sagt euch, ja, sie haben keine Zöliakie. Es bedeutet nur, dass er keine Werte mehr diagnostizieren kann. Die Zöliakie bleibt aber. Oder wenn ihr im Alter später einmal merkt, oh, jetzt geht es gerade wieder, ich kann ja wieder ein bisschen was essen. Es ist wahrscheinlich einfach so, dass ihr da gerade keine Symptome habt. Langzeitfolgen können aber da sein, und es kann auch wieder sein, dass er, wenn er dann ein bisschen mehr isst, auf einmal wieder die Symptome wie früher habt. Zöliakie verwächst sich nicht und Zöliakie geht nicht weg. Ganz wichtig zu wissen, egal wer das sagt. Unser letzter Mythos, der leider auch immer wieder auftritt und wo man viele Falschinfos im Internet findet: Zöliakie kann man heilen. Es ist erschreckend, wie Leute diese Aussagen auch einmal auf sich nehmen und dran glauben. Klar, man hat die Hoffnung, dass es sowas gibt, aber gleich vorweg, das ist ein Mythos und Zöliakie kann man nicht heilen. Wenn das ein Ernährungsspezialist sagt, noch ein Heiler, noch irgendjemand, eine Verwandtschaft, eine Cousine von der Nachbarin hat gehört, dass bei einer Bekannten das geheilt worden ist von irgendjemandem, glaubt nicht dran. Ja? Investiert kein Geld in Aloe Vera Drinks, in irgendwelche Cremes oder spezielle energiegeladene Wasser, die das angeblich geben. Oder Hand auflegen. Es gibt leider auch da Videos, es gibt Internetseiten, wo Heiler angeblich sagen, durch Hand auflegen kann man Zöliakie heilen und danach kann man wieder essen. Es stimmt einfach nicht. Das findet man alles im Internet. Ihr seid aber, euch muss einfach bewusst sein, dass im Internet jeder alles schreiben kann. Wir legen bei uns in der Gruppe Wert darauf, dass solche Informationen aufgeklärt werden. Viele andere haben das leider nicht und vielleicht müsst ihr die auch aufklären. Nochmal das Thema, nur die Symptome bei einer Zöliakie können quasi geheilt werden, die können weggehen. Und das geht nur unter glutenfreier Ernährung. Und das ist eigentlich auch die einzige Heilung. Ernährt euch konsequent glutenfrei und ihr werdet keine Symptome haben und die Zöliakie wird nicht mehr nachweisbar sein. Jeder Arzt, der euch untersucht, wird danach sagen, die Zöliakie ist weg. Es stimmt aber nicht. Ihr habt die Zöliakie weiterhin, ernährt euch aber glutenfrei und habt deswegen einfach keine Symptome. Auch das Thema Heilpraktiker will ich an der Stelle nochmal bringen. Auch Heilpraktiker können die Zöliakie nicht heilen und es sagen euch auch seriöse Heilpraktiker. Was Heilpraktiker allerdings machen können, es gibt Methoden, mit denen man eventuell die Symptome eines möglichen Unfalls verringern kann. Sie helfen euch eigentlich bewusster da zu werden und das kann gut sein. Wir haben auf der anderen Seite auch schon gehört, manche Leute hätten lieber gerne Symptome, die, auch wenn sie leicht sind, damit sie sehen, wenn sie was falsch gegessen haben. Aber wie gesagt, auch ein Heilpraktiker kann nicht heilen, sondern kann euch nur helfen, die Symptome zu verbessern. Bitte auch hier jetzt nochmal zum Schluss meiner Präsentation, glaubt nicht daran, dass Zöliakie heilbar ist. Es ist auch, je teurer etwas ist, das heißt nicht, dass es deswegen machbar ist. Haltet euch strikt an die glutenfreie Diät, schaut, dass ihr euch glutenfrei ernährt und ansonsten lacht über die Sachen, tauscht euch drüber aus und an sich wünsche ich euch jetzt noch einfach ein super schönes glutenfreies Leben. Meine Zeit ist vorbei und jetzt schauen wir mal, ob die Christina wieder da ist. Habt ihr noch Fragen dazu? Zu meiner Präsentation. Dann können wir das vielleicht an der Stelle auch mal einwerfen. Dann schalte ich mal wieder zurück. So, jetzt ja, hallo. Jetzt müsste ich wieder da sein. Genau. Ich musste gerade noch was klären. Und ja, deswegen war kein ich Thema. Jetzt nicht
gleich Kein Thema. parat. Genau, ja, danke für deinen Vortrag, Jürgen. Ja, es ist. Und gab es denn ein paar Fragen? Ich habe es jetzt gerade nicht mitverfolgt. Ja, also, nee, aber Nee. ich glaube, da gab es viel Aufklärung wieder mit dabei. Genau. Ist halt wichtig auch, weil man es oft, so oft hört von anderen. Du kennst das im Gastrobereich, habe ich auch darauf hingewiesen. Da ist viel Falschmeinung da und deswegen ist es eigentlich wichtig, als Betroffener das zu kennen und es einzuschätzen. Ja, genau. Gut, alles klar. Genau, der Vortrag wurde ja auch aufgezeichnet, das heißt, der wird dann auch nochmal auf YouTube gestellt und ist ja jetzt auch gerade schon bei Facebook Live gewesen, das heißt, das ist alles da Okay, vorhanden. Gut, perfekt. dann vielen Dank, Jürgen, und dann Okay. bist du, ich glaube, du bist mit deiner Agenda heute durch Ich und bin, kannst jetzt, ich mache jetzt Geburtstagsfeiern. genau, und feierst jetzt ein bisschen. Genau. Okay. Okay, tschüss, Okay, servus. dann feier schön. Ciao, ciao. Ciao, tschüss, servus.